Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Fahrt im Zwangsbremsungssimulator 2022 und wir stehen hier gerade mit unserem ODEC Flirt 3 im Bahnhof Berlin-Charlottenburg und zu unserer Rechten befindet sich der S-Bahnhof Berlin-Charlottenburg, hier drüben die Gleise, wo keine Oberleitung mehr ist und hier verkehren zurzeit die S3, die S5, die S7 und die S9 drüber und wir übernehmen diesen Zug hier schön entspannt Richtung Berlin-Ostbahnhof und fahren mal schön die Stadtbahn entlang, so lange bis uns das Game crasht, also mal gucken, wie lange wir durchhalten. Und ja, ich hoffe natürlich, dass es euch und euren Liebsten immer soweit gesundheitlich ganz gut geht. Und dann würde ich sagen, entfreezen wir das Game doch einfach. Gehen in den Führerstand, machen alles soweit abfahrbereit. Also mit Shift, perfekt. Mit Shift irgendwas. Da muss ich mal kurz gucken, dass ich das hier hinkriege. Mit Shift Numpad Enter, Steuerung Numpad Enter. Und H aktivieren war erstmal alles Notwendige. SIFA, PZB und das Spitzlicht. Genau, und dann würde ich sagen, gehen wir doch mal die Türen frei. Das haben wir jetzt auch an der Stelle gemacht. Die Federspeicherbremse. Parking Brake müsste eigentlich released sein, oder? Ich hoffe jetzt nicht, dass ich sie angezogen habe. Ja, müsste also richtig sein. Sage ich jetzt einfach mal, ist jetzt auch relativ egal. Natürlich dann auch den Fahrtrichtungswender auch vorwärts. Und die Instrument Lights würde ich gerne aktivieren. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo die hier waren. Ich glaube hier mit dem Light Switch for Cab Lighting. Nee, das war's nicht. Nein, das auch nicht. Ach, wo ist denn das hier? Beim Flirt 3 vergesse ich das jedes Mal. Also das ist der Wahnsinn. Scheinwischer, ne? Ja, okay, dann halt nicht, ne? Also ich weiß nicht mehr, wie man es hier aktiviert. Aber das ist jetzt auch nicht weiter das Thema. Ich würde mal sagen, wir lösen die Bremsen. Schauen raus. Das sieht soweit gut aus. Hier hinten ist auch unser Schluss. Genau. Und ich glaube, wir können ja mit Steuerung und F9 genau die ZZA einstellen. Beziehungsweise mit Steuerung und F. Upla, das war die falsche Taste. Mit Steuerung und F. Ne, falsche Richtung. Wartet, wir stellen mal hier ein. Oh, da war es gerade. RE2, Cottbus, genau. Schön in die Richtung. Und dann würde ich sagen, rollen wir in Richtung Berlin-Ostbahnhof los. Genau, der nächste Halt ist dann Berlin-Charlottenburg. Halt erwarten haben wir schon an der Stelle. Ups, hier ist so ein blödes Papier, was hier die ganze Zeit an mir klebt. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. So, ich mache jetzt mal was Kleines, aber Feines. Und zwar befreie ich mich mal. Obwohl wir jetzt eigentlich schon hier Halt erwarten haben. Ja, das ist jetzt normal, stimmt. Wir müssen die... Jetzt habe ich gerade gelispelt. Wir müssen die PZB nämlich ausmachen, weil wir sonst nur Zwangsen kriegen. Hier sind nämlich die ganzen Signale etc. verbuggt. Deswegen hoffe ich mal, dass er uns jetzt hier die Bremse löst. Ne, macht er nicht. Muss mal kurz die PZB dazu holen. So, aus. Gucken wir mal, ob er es jetzt wieder macht. Na? Lass mich nicht im Stich, Flirt 3. Nee, die Bremsen... Ach, kein Wunder. So. Wenn eine Notbremse ausgelöst wird, dann wird auch hier die Druckluft dazu geholt. Alles klar. Jetzt geht's los. Genau. Mal wieder der holprigste Start überhaupt hier. Immerhin haben wir dann die SIFA mit dabei. Eigentlich wollte ich euch ja unten links wieder meine, in Anführungsstrichen, Facecam dazu schalten. Aber ja, heute hat irgendwie meine Kamera rumgestrikt. Deswegen hat es nicht funktioniert. Die hat auch für fairere Löhne und einfach im Anführungsstrichen mehr Geld gestrikt heute. Deswegen hat es nicht so ganz geklappt. So, ich glaube hier oben sind eine VMAX von 60 erlaubt in echt. 60 oder 80 war das. Entlang der Stadtbahn bis Ostbahnhof. Genau. Das finde ich auch so mega nice, dass ich hier mit E so richtig schön entspannt dann den Fahrregler auf die Nullposition zurücksetzen kann. Das ist eine sehr coole Geschichte. Und ja, Freunde, ich habe euch ja gesagt, beziehungsweise wir hatten es mal vor 5 Monaten probiert, da wollten wir aus Richtung Ostbahnhof starten mit dem Flirt 3 hier, der ODEC. Und heute können wir es endlich mal machen.
dass wir auch richtig rüberfahren. Also wir denken uns jetzt einfach mal, dass dieses Signal hier grün wäre. Weil das ist ein Bug. Normalerweise würde es jetzt grün sein. Deswegen fahren wir jetzt da mit normaler Geschwindigkeit rüber. Oh, schön, da links die 481. Die schließt uns gehört. Hab übrigens vor 2 Wochen das erste Mal die 483, die neue, gesehen. Ich glaube, das ist ja die neue Baureihenbezeichnung. Die neue S-Bahn von Berlin. Und ich muss schon sagen, an sich, die sah sehr. Ja, in echt sah die schon echt gut aus. Also die Motorensounds sind zwar absolut gewöhnungsbedürftig, aber was mich am meisten, also das Einzige, was mich so wirklich abgefuckt hat, waren die Türschließsounds. Also das ist nicht das schöne La-Lü-La ist, wie man das bei RBB nachlesen konnte, sondern das ist halt einfach so eine ganz komische Geschichte. Das verstehe ich auch wirklich nicht. Wer macht dort dieses InDesign von denen? Und zu InDesign würde ich jetzt einfach mal sagen, zählt nämlich dann auch die Dings dazu. Die Ausstattung der Türschließsounds. Ja, was hat er sich dabei gedacht? Also, mal im Ernst jetzt. Saß er da so und hat sich gedacht, ja komm, lass uns das mal revolutionieren. Es ist wirklich schon gewöhnungsbedürftig, dass diese so eine neue Front hat, aber okay, ist ja mit dem Zeit der Wandel, mit der Zeit meine ich der Wandel. Und da ist eben das Thema einfach an der Stelle. Türen, sind sie offen? Mal kurz gucken. Moment mal, sind die Türen gar nicht aufgegangen oder was? Doch, hier hinten. Okay, immerhin. Auf jeden Fall, ja, weiß ich halt nicht, was sie sich so wirklich dabei gedacht haben, weil ich mir in Wirklichkeit eher gewünscht hätte, dass man dann diesen Sound dabei behält, den alten, weil das so das Wahrzeichen auch von Berlin ist, unter anderem, dieser Türschließsound, weil viele Touristen hier entlang der Stadtbahn diese Sounds auch hören, damit verbinden sie alles, aber naja. Genau, hier ist der Zoo, hier drüben ist der Busbahnhof, genau, das ist auch hier schön mit dabei, hier ist die Universitätsbibliothek der TU Berlin, hier befindet sich, hoppla, hier befindet sich die experimentelle Strömungsmechanik, die Fakultät für experimentelle Strömungsmechanik, genau. Hier ist dann auch mal ab und zu, oder war dann zu Zeiten von Nicht-Corona, der Zirkus auf diesem Gelände hier, genau entlang der Bahn. Und dann haben wir hier natürlich den Gang Richtung Tiergarten, hier ist so ein Weg Richtung Tiergarten und hier befindet sich dann auch direkt der Zoo. Genau. Und ansonsten hier der Hardenbergplatz. Hier ist dann Rissa, hier ist so ein Gebäude von 1960 oder sowas. Und hier hinten befindet sich das Bikini Berlin. Hier. Genau. Und da, wo früher Beate Uhse war, ist jetzt ein Primark und ein neues Center gebaut worden. Aber wir gehen zurück, lösen die Bremsen und verlassen damit den Bahnhof Berlin Zoologischer Garten. Genau. Außer mit Grün. Sehr schön. Dann können wir auch mal Ansagen machen, weil wir ja keine Ansagen an Bord haben. Meine Damen und Herren, wir begrüßen auch die in Berlin Zoologischer Garten zugestiegenen Fahrgäste an Bord des Regionalexpress der Linie 2 Richtung Cottbus Hauptbahnhof. Unser nächster Halt ist dann in Kürze Berlin Hauptbahnhof. Genau, in Wirklichkeit ist es dann so, dass keine Ansagen erfolgen. Also zumindest nur Ansagen, wenn man kurz vor dem nächsten Bahnhof ist, dann wird eine abgespielt. Und auch in Berlin ist es tatsächlich eine sehr coole Geschichte. Das ist mir mal aufgefallen. In Berlin, die Stationen, zum Beispiel Berlin-Charlottenburg, Friedrichstraße, Hauptbahnhof bis Ostbahnhof, die sind alle so gemacht, dass man vorher noch dieses Akkordeon, glaube ich, hört. Das ist das Instrument. Oder eine Flöte. Oder eine Mischung aus beiden. Dann gibt es da quasi so eine Ankündigung und nicht so ein Klingeln oder sowas, wie man sonst kennt, so ein. So, meine Süßen, jetzt geht's weiter. Wir haben gerade ein kleines Paket bekommen hier während der Fahrt, deswegen gab es einen kleinen Cut. Ja, wir sind gerade entlang der Stadtbahn noch immer. Jetzt kommt der Bahnhof Bellevue. Links geht's dann zum Verwaltungsgericht, die Straße entlang. Da unten hat man sie gerade gesehen zur Rechten. Diese Straße, die unter dem Bahnhof durchgeht. Und ansonsten ist rechts vom Schloss Bellevue S-Bahnhof nur der ja, Tiergarten weiterhin. Beziehungsweise, wenn man dann hier ist und hier aussteigt, kann man dann hinter dem Gelände des Bundespräsidenten entlanglaufen und dann da ja, einen schönen Tag haben. Wie auch immer, es ist eine sehr schöne Spaziergegend. Hier ansonsten links ist auch die Zentrale
von der Herstellerfirma der Fritzbox tatsächlich. Und ansonsten haben wir jetzt unserer Rechten noch einen kleinen Garten und dahinter dann die Paulstraße, wo dann auch die Anne-Frank-Grundschule ist. Und ja, die Kinder, die dort zur Schule gehen, die kriegen dann immer bei den Bundesjugendspielen eine Ehrenurkunde, also wenn man eine Ehrenurkunde kriegt, dann ist da die Unterschrift des Bundespräsidenten mit drauf. Und da links die Straße, das war dann die Paulstraße Richtung Turmstraße. Dann kommt man irgendwann raus bei der JVA Morbid, so heißt sie, genau. Und beim Amtsgericht Tiergarten. Richtig. Ja, und wir rollen jetzt entspannt auf den Berliner Hauptbahnhof zu, wo ja vor gar nicht allzu langer Zeit erst so eine, glaube ich, Greenpeace-Aktion war, wo die dann irgendwie so ein Schild da an der rechten Außenfassade in Richtung Kanzleramt runterhängen lassen haben, wo dann drauf stand, wir suchen einen Klimakanzler oder sowas. Das war ja auch eine legendäre Geschichte. Genau. So. Hier wieder ein verbuggtes Signal, kein Problem. Ach, schön. Genau, hier zu unserer Rechten dann auch das, oder wäre dann das Bundesministerium des Innern. Und dahinter befindet sich die Feuerwache 1700, Morbid, sowie eine Polizeidirektion der Berliner Polizei. Die teilen sich das Gelände. Verehrte Fahrgäste, wir erreichen nun Berlin Hauptbahnhof. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Bitte beachten Sie außerdem die Lautsprecherdurchsagen am Gleis für Ihre nächsten Anschlussmöglichkeiten. Ach schön, da hat es auch noch ein ICT hergeschafft hier. So, na dann, Türen. Öffnet ihr euch? Natürlich nicht. Okay, hat leider nicht geklappt. Dann denken wir uns, dass wir hier einen kleinen Halt haben. Haben wir jetzt eine Zwangse gekriegt? Ja, eine Sieferzwangse. Alles klaro. Releasen wir mal schnell die Brakes. Ja. Da links hört man auch schön das Soundupdate von Dark Mark vom ICT. Auch sehr cool. Genau, zum Hauptbahnhof muss ich jetzt glaube ich nichts weiter sagen. Ansonsten, das hier ist jetzt im Moment die Baustelle sich befindet von der S21, glaube ich. Genau. Die ja dann bis Südkreuz gehen soll und die Ringbahn quasi damit verbindet hier. So eine Nord-Süd-Achse oder sowas ist es ja. Eine weitere. Genau. So, Türen schließen. Wir gucken raus. Alles passt. Und weiter geht's. Odeck. Mann, liebe ich unseren Odeck wirklich. Unseren Odeck sage ich schon. Unseren Flirt 3 meine ich. Der ist wirklich ein geiler Zug. Okay, ab hier 40, alles klar. Ich glaube aber nur für die Weiche, danach soll es wieder mit 60 weitergehen können. Nächster Halt ist dann Friedrichstraße und hier rechts befindet sich dann das Bundesministerium für Familie, Frauen und Jugend und Senioren, glaube ich. Und ansonsten geht es darüber zum Kanzleramt und jetzt kommen wir ja schon in Richtung Mitte, Friedrichstraße gleich. Können wir mal eine kleine Ansage machen. Verehrte Fahrgäste, der nächste Halt ist Berlin-Friedrichstraße. Genau. Hier überqueren wir jetzt die Spree. Das
sind auch mehr oder weniger vorbeigefahren. Nee, sind wir nicht. Aber das waren wir auf der Höhe des Bundeswehrkrankenhauses schon. Da ist übrigens das NEF 1705 stationiert. Der Ausstieg in Friedrichstraße befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Bitte beachten Sie außerdem die örtlichen Lautsprecherdurchsagen für Ihre weiteren Anschlussmöglichkeiten. Wir bedanken uns für die Mitfahrt und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag. Mann, das ist auch so eine geile Geschichte, wirklich dieses Bremsen mit dem Flirtrei. Also mit dem müssen wir nochmal bald fahren, wirklich. Sehr gut, jetzt sind die Türen auch aufgegangen. Schön, so muss das. Genau, Berlin-Friedrichstraße. Hier würde es dann rübergehen. Moment, hier. Hier war mal früher ein Hans im Glück drin, beziehungsweise hier ist an der Ecke direkt ein Blockhaus. Hier ist keine Straße in echt. Da ist ein Peter Pan jetzt, so heißt das Franchise. Und hier geht es dann rüber und dann könnte man hier die Spree überqueren. Die Brücke kommt schon relativ früh, ist auch alles mit Straßenbahn ausgestattet. Und hier rechts befindet sich dann der Friedrichstadtpalast. Und hier hinten befindet sich dann eine Straße, die, wenn man dann nach rechts abbiegt, Richtung Rosenthaler Platz geht, also weiter Richtung Mitte. Und ja, hier ist ordentlich was los, ne? Und da geht es dann Richtung Brandenburger Tor, genau. So, Türen sind zu, wir releasen die Brakes und weiter geht's. Ah, eine kleine interessante Info noch für euch. Und zwar dann nach rechts Richtung Brandenburger Tor, wo ich gesagt habe, da ist ja die, ich glaube, Friedrichstraße. Na klar, das ist die ja, weiter. Dann Richtung eben unter den Linden. Und wenn man unter den Linden weitergeht, dann kommt man da zu so einem kleinen Pilotprojekt, was der rot-rot-grüne Senat beschlossen hatte. Und zwar ist dann da irgendwo weiter Richtung Süden ein Abschnitt, der nicht mehr befahrbar ist für Autos. So ein kleines Pilotprojekt. Da wurde mal jetzt ein Jahr geguckt, von August 2020 bis Oktober 2021, ob sich das vereinbaren lässt, ob das die Lebensqualität steigert etc. Und tatsächlich hat es natürlich die Lebensqualität gesteigert. Und soll wohl auch sehr schön dort sein. Ich war da noch nicht, aber ich werde mal da irgendwann hingehen und mal gucken, wie es da so aussieht. Genau. Und dann erreichen wir auch schon den Bahnhof Berlin-Friedrichstraße gleich. Berlin-Alexanderplatz, hier wäre jetzt der Hackescher Markt, genau. Da unten auch schön die Straßenbahn. Ah, war ich gar nicht vor allzu langer Zeit. War ich vor nicht allzu langer Zeit so. Genau. Ist hier irgendwas Besonderes? Keine Feuerwache oder sowas, ne? Nee. Außer das rote Rathaus da rechts natürlich. Das wäre dann, hätte man da gleich gesehen. Und dann sind wir auch übrigens an Frau Merkels Zuhause vorbeigefahren gerade. Ist kein Scherz. Das wäre da entlang der Museumsinsel gewesen. Da sind wir jetzt auch gerade vorbei. Genau, und jetzt sind wir an der Einfahrt Alexanderplatz. Verehrte Fahrgäste, in wenigen Augenblicken erreichen wir unseren nächsten Halt Berlin-Alexanderplatz. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Bitte beachten Sie für Ihre weiteren Anschlussmöglichkeiten die örtlichen Lautsprecherdurchsagen am Gleis. Wir wünschen Ihnen noch einen angenehmen Abend und bedanken uns für die Mitfahrt. Tschüss und auf Wiedersehen. Der Ausstieg in Fahrtrichtung links. So, Türen sind freigegeben. Ach, geil. Geil, geil, geil. Diese schöne, chillige Fahrt mit dem Flirt. Ach, wie der auch anfährt, dieses Anbremsen. Ach, ein schöner Triebzug. Genau. So, was haben wir denn sonst hier? Unsere Straßenbahn, ganz normal, genau. Da haben wir auch nochmal ein Blockhaus hier. Hätten wir hier, links wäre dann das Rote Rathaus und dann hier auch der Alexanderplatz auf diesem Platz. Da ist er ja auch, der Alexanderplatz auf dem Platz, genau. Ich meine den Fernsehturm auf dem Alexanderplatz, genau. Aber unsere Türen sind zu, das heißt, wir lösen die Bremsen und rollen ganz entspannt weiter. So sieht's aus. So. Der nächste Halt ist dann auch schon Berlin Ostbahnhof und hier zu unserer Linken werdet ihr gleich sehen, hier nicht. Ist auch ein bisschen versetzt tatsächlich. Diese große Straße ist auch schon bei der Einfahrt vom Hauptbahnhof vom Bahnhof Alexanderplatz. Also müssten wir eigentlich während der Einfahrt hätten wir über diese große Straße fahren müssen. Das ist ein bisschen hier anders jetzt.
Aber hier links würden wir jetzt sonst an der Voltaire-Straße vorbeifahren oder über die Voltaire-Straße hinüber, beziehungsweise drüber hinweg. Alter. Ja, nimm's mir nicht übel, ich habe so einen kleinen Kloß im Hals wegen der Erkältung. Deswegen ist es schwer, sprechen jetzt ein bisschen schwerer für mich im Moment. Ansonsten sind wir, wie gesagt, gerade über die Voltaire-Straße rübergefahren und da befindet sich die LRW, Lehr- und Rettungswache, beziehungsweise Feuer- und Rettungswache 1100, wo auch unter anderem die Organisationseinheit Rettungsdienst der Feuerwehr stationiert sind oder stationiert ist. Ja, genau, das an der Stelle auch nochmal erwähnt. Da befindet sich das NEF 1151. Die Besonderheit am NEF 1151 ist, dass dieses Slash 1 quasi, kann man sich ja denken, ist jedes Fahrzeug so der Berliner Feuerwehr benannt. Nee, denn im Bedarf bzw. im Fall der Fälle kann man auch das NEF 1152 von dort aus besetzen mit einem Oberarzt der Berliner Feuerwehr, der dort direkt angestellt ist, oder auch einem aus dem EMS Fellowship-Programm etc. Die haben dann da so einen Pool, dann würden sie den nächsten raussuchen, beziehungsweise dann gibt es immer einen, der dann so eine in Anführungsstrichen Bereitschaft hat. Und ja, dann würde der damit raufspringen. Genauso ist es auch beim NEF 5105 der Feuerwache Neukölln. Und theoretisch kann man das auch mit jedem anderen NEF machen, aber das sind die, die man dann im ersten Anlauf nehmen würde. Dort ist übrigens auch der organisatorische Leiter Rettungsdienst stationiert. Die Feuerwehr hat wirklich einen. 1114 ist die Wache genannt. Genau. Das nochmal dazu. Ansonsten erreichen wir jetzt den Bahnhof Berlin Ostbahnhof. Machen wir noch eine kleine Ansage. Verehrte Fahrgäste, wir erreichen nun den Bahnhof Berlin Ostbahnhof. Der Aufstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Wir verabschieden uns von allen hier aus- und umsteigenden Fahrgästen, wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag und eine angenehme Weiterreise. Es findet ein Personalwechsel statt. Wir bedanken uns für die Mitfahrt mit der ODEC. Bitte beachten Sie außerdem die örtlichen Lautsprecherdurchsagen am Gleis für Ihre weiteren Anschlussmöglichkeiten. Es war uns eine Freude, Sie heute hier bis Berlin Ostbahnhof begleiten zu dürfen. Wir wünschen Ihnen nun noch einen angenehmen Tag. Tschüss und auf Wiedersehen. Ja, genau. Damit sind wir angekommen. Quick Drive beendet. Sind wir nicht gecrashed. Sehr cool. Da drüben natürlich die schönen S-Bahnen alle. Von hier fahren ja auch die dann die S3 Expresszüge, zum Beispiel Richtung Erkner. Beziehungsweise Erkner natürlich ist es. Ich mache da mal so einen kleinen Spaß. Dann, genau, fahren die immer nur zwischen Ostbahnhof und Erkner ab hier rum. Türen schließen, der Kollege übernimmt und verlässt damit den Bahnhof Berlin Ostbahnhof. Jetzt warten wir mal kurz, bis der Train Simulator uns rauswirft. Na? Wann schmeißt er uns raus? Hallo? Normalerweise wisst ihr ja, würde jetzt diese Meldung eigentlich nach 30 Sekunden irgendwie verschwinden oder sowas, aber ich wollte jetzt mal kurz rausprovozieren, wie lange das macht. Wenn hier links die Bahnhofsuhr auf Viertel, also mit dem Sekundenzeiger auf der 45 ist, dann beende ich selber. Ja. So. Gut, alles klar. Dann würde ich an der Stelle sagen, meine Lieben, vielen Dank fürs Mitfahren heute. Wir sehen uns bei der nächsten Fahrt wieder. Bleibt schön gesund. War mir eine wirklich freudebereitende Fahrt heute. Und ja, wir sehen uns morgen bei der nächsten Fahrt wieder. Bis zum nächsten Mal. Und ich wollte mich nochmal bei meinem Livestream-Chat bedanken von Sonntag und dass ihr auch reingeschrieben habt. War lustig. Das hat mich sehr gefreut, dass ihr da Spaß und auch ein bisschen lachen konntet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon bald in dem nächsten Livestream wieder. Bis zum nächsten Mal. Bleibt schön gesund und ja, schaltet morgen wieder mit rein. Ciao.